Hallo und willkommen auf dem Minimalistischen Marketing Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn deine Selbstständigkeit mehr als nur ein Hobby ist und du gerne dein Marketing minimieren, fokussieren möchtest, um deinen Umsatz zu maximieren. Ich bin Aline Pelzer, die Gründerin der Minimalistischen Marketing Community und lade mir hier regelmäßig Experten und Expertinnen ein, die mit dir ihr Wissen teilen. Gleichzeitig teile ich ehrlich mit dir meine Erkenntnisse in meiner Selbstständigkeit und verrate dir, was mir geholfen hat zu wachsen und was hingegen pure Zeitverschwendung war. Und das alles ohne Chaka-Chaka oder Schnellschusslösungen, sondern mit ehrlichem, handfestem Marketing. Hallo und willkommen auf dem Minimalistischen Marketing-Podcast. Heute habe ich mir die Ursula Haas eingeladen. Ursula ist meine Vermögensberaterin und ist selbstständig bei der Deutschen Vermögensberatung. Ja, angestellt, glaube ich, nennt man es nicht. Du korrigierst mich gleich. Sie hat eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin absolviert und ist auch diplomierte Finanzwirtin. Liebe Ursula, schön, dass du hier auf dem Minimalistischen Marketing-Podcast bist. Ich finde Finanzen, Vermögensberatung und Rücklagenbildung total spannend und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Jetzt aber erstmal, habe ich das so richtig gesagt oder was möchtest du noch ergänzen? Das hast du wunderbar gesagt und erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich bin schon ganz gespannt. Ich beobachte ja auch immer, was du so alles machst und das ist richtig professionell, was du immer machst und von daher freue ich mich, dabei zu sein. Ja, du hast schon alles gesagt. Also ich bin Diplom-Finanzwirtin und bin jetzt seit 28 Jahren selbstständig als Vermögensberaterin. Genau. Wow, Vermögensberaterin, cool. Ich hab selber, beziehungsweise wir sind jetzt in der kurzen Vergangenheit sozusagen selber mal meine ganzen Vermögensrücklagenstrukturen durchgegangen. Da haben wir auch das ein oder andere Loch festgestellt, was noch nicht gefixt war. Und aus dem Grund finde ich das auch so wichtig, dass wir heute mal auf dem Podcast über diese ganzen Zahlen und diese Finanzen sprechen, vor denen man ja manchmal Angst hat oder so, ja, wo man nicht so gerne drauf guckt. Ist es dir neu, dass Selbstständige manchmal ein bisschen ängstlich auf die ganzen Sachen blicken? Ja, absolut. Ich muss jetzt deswegen lachen. Ich sehe die Alina auch. Ich höre sie nicht nur, ich sehe sie. Und sie hatte so die Hände vor den Augen. Und das ist eine typische Reaktion, speziell von Frauen auch. Also Männer ticken da manchmal ein bisschen an. Also nicht alle, aber Frauen haben tendenziell schon mal so die Angst vor Zahlen und gucken weg und gucken nicht so genau hin und sind da manchmal ein bisschen oberflächlicher. Dabei ist Klarheit und Transparenz meines Erachtens das Allererste, was man machen muss oder haben muss. Und damit fängt das ja halt eben auch an. Wir haben das auch gemacht, dass wir erstmal wirklich aufstellen, was kommt an Einnahmen rein, was geht aber auch haargenau raus. Also mit haargenau meine ich auch haargenau, also wirklich auf den Monat mal hochgerechnet, alle Ausgaben, ja, also dass man der Sache wirklich mal auf den Grund geht, bevor man loslegt und plant, wie soll es für die Zukunft sein. Ja, und jetzt ist es natürlich so, dass ich bin ja seit 4 Jahren selbstständig, wenn wir jetzt einfach mal mich als Beispiel nehmen. Und als ich eingetreten bin in die Selbstständigkeit, da war ich nämlich auch noch jemand, der sich nicht getraut hat auf seinen Kontostand regelmäßig oder nicht richtig drauf geguckt hat. Das ist natürlich mit dem Abstand von 4 Jahren, sage ich mir da so, oh Gott, wie konnte ich so rücksichtsvoll. Das ist eine gewisse Naivität, würde ich sagen, ja. Oder Unbedarftheit. Ich meine, auf der anderen Seite ist das manchmal auch am Anfang nicht so verkehrt, weil wenn man sich über alles zu viel Gedanken macht, ja, dann stoppt das die eigene Kreativität, das ist auch nicht gut. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, aber ich glaube, es gibt uns Sicherheit, wenn wir wissen, wie stehen die Finanzen und ich muss mir da keine Sorgen machen. Wenn ich da ganz genau weiß, wie es läuft und wie ich das plane, dann ist das im Grunde
die gleiche Planung, wie du machst, wenn du sagst, ich möchte jetzt, weiß ich, eine Social-Media-Aktion machen, dann muss ich das und das und das an Dingen tun. Und so ist das mit den Finanzen genauso. Ich muss mir einen Plan machen. Das ist ein guter Punkt, weil ich fahre natürlich auch nicht planlos von A nach B oder so oder halte mir die Augen zu, wenn ich ins Auto steige und mit dem Auto fahre. Genau. Also es ist auch eine Art Selbstschutz, seine Finanzen im Überblick zu haben. Und ich sage jetzt mal, weil du gerade auch gesagt hast, dass gerade Frauen diese Sorge haben, es ist aus meiner Sicht heutzutage auch eine Form der Selbstliebe, weil ich weiß, ich habe hier so ein Pölsterchen und ich bin sicher oder ich weiß überhaupt, was da los ist mit den Zahlen und mit dem Geld, was raus und was reingeht oder nicht. Nicht nur Selbstliebe, das ist das eine, und das andere ist Selbstwert. Und das ist auch ein Begriff, der bei den Frauen oft nicht so wertgeschätzt wird, wie die Männer das für sich tun. Wir wollen immer perfekt sein, wir wollen immer alles richtig und gut machen. Und wir wollen unsere Dienstleistung perfekt rüberbringen. Und manches Mal vergessen wir die Balance zwischen, klar, ich muss meine Dienstleistung gut rüberbringen, ich muss aber auch Geld verdienen dabei. Ja? Und ich muss für mich selber sorgen, ja? Und mich selbst auch mal zuerst bezahlen. Das heißt, manchmal muss ich vielleicht auch mal einen Auftrag ablehnen, weil der sich gar nicht rechnet. Und ich muss gucken, dass ich am Ende des Monats, wenn Geld reinkommt, dieses Geld, dass ich das so verteile, dass ich selber dabei eben nicht zu kurz komme, sondern im Gegenteil, dass ich mich selber, wie gesagt, auch zuerst bediene. Das fängt damit an, dass ich eine Steuerrücklage mache. Das fängt damit an, dass ich was zurücklege, um meinen Notgroschen zu haben. Aber auch, und das kommt meist immer zum Schluss, das Thema Altersvorsorge. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich weiß nicht, so die Selbstständigen laufen in eine Altersarmut rein. Und von daher ist es wichtig, dass man auch das von vornherein mit plant. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Wie kam es dazu, dass du dich dafür interessiert hast? Da muss ich im Grunde lange zurückgehen. Also eigentlich ist es schon so, ich bin sehr früh halbwaise gewesen. Mein Vater ist gestorben, da war ich 14 Jahre alt und meine Mutter hat nie gearbeitet. Also es war eine einfache Arbeiterfamilie, meine Mutter hat nicht gearbeitet und sie hat dann danach eine ganz kleine Rente bekommen und ich halt eine halbwaisen Rente und ich habe praktisch von Anfang an gelernt, mit meinem Geld selber umzugehen. Das heißt, ich habe dann Nachhilfeunterricht gegeben, um mein erstes Auto zu finanzieren, bin ich in den Ferien arbeiten gegangen. Ich habe relativ früh gelernt, mit Geld umzugehen. Meine Mutter konnte das sehr, sehr gut. Die ist also mit einer ganz kleinen Rente bis zu ihrem Tode super ausgekommen. Muss dabei sagen, mein Vater hat ein Haus gebaut, selber Stein auf Stein. Und das hat mich gelehrt, es ist wichtig, dass man eben auch Eigentum hat. Das hilft enorm. Also das ist ein Baustein der Altersvorsorge. Und ansonsten habe ich von früh an gelernt, selber gut mit Geld umzugehen und Geld wertzuschätzen. Und das Zweite ist, dass ich immer gerne mit Zahlen zu tun hatte. Ich habe schon immer Mathe-Nachhilfeunterricht gegeben. Also Mathe war mein Lieblingsfach. Und das Dritte ist, dass ich aber gerne auch mit Menschen arbeite. Und das ist halt eigentlich die ideale Kombi, so würde ich das mal sagen. Und dann bin ich irgendwann selber mal angesprochen worden, wir waren Kunde bei der Deutschen Vermögensberatung und dann sind da selber mal angesprochen worden, ob mein Mann damals in den Beruf einsteigen will, weil der war da mal eine Zeit lang arbeitslos. Und letztlich bin ich aber hängen geblieben, weil mich das Thema einfach fasziniert hat. Soll ich dir übrigens was sagen, Ursula? Ich weiß, da war ich das erste Mal, weil wir haben uns für die Zuhörer und Hörerinnen, wir haben uns in einem Netzwerk kennengelernt, und zwar den FAM aus Köln. Und ich weiß noch, dass du das erzählt hast. Und ich wusste ungefähr,
Also, dass du sehr, sehr früh weise geworden bist, das ist noch hängen geblieben. Also, warum gebe ich jetzt hier diesen Input? Einfach, um daran zu erinnern, dass uns persönliche Geschichten von Menschen berühren und dass wir die in Erinnerung behalten. Und ich finde das ganz schön, dass du das hier nochmal jetzt mit uns teilst, um auch so den Hintergrund zu sehen, warum diese Leidenschaft für dieses Thema, für diese Zahlen, für das Geld, für die Vermögensberatung da so bei dir so groß ist. Ja, absolut. Aber das geht mir genauso, wenn ich von anderen was höre, die Story, du meinst so dieses Storytelling, mehr oder weniger, was aber auch echt sein muss. Und das ist sowas, was mir dann auch immer hängen bleibt bei anderen. Da hast du absolut recht. Ja. Ja, das so als kleiner Exclaimer hier an der Stelle. Wenn ich mich nochmal zurückerinnere, als ich gestartet bin, wie gesagt, ich wusste immer dieses Gespenst der Steuerrückzahlung und Steuer, 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 die kommt irgendwann, das kommt irgendwann und ja, es ist jetzt auch gekommen, sagen wir es mal so. ich werde es überleben. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, viele, die am Anfang stehen oder vielleicht so ein bisschen weiter schon sind, denen ist dieses Konzept von dieser Steuerrücklage gar nicht klar. Kannst du das mal ganz kurz anreißen? Wir müssen nicht in die Tiefe gehen, dafür ist der Podcast natürlich eh nicht da, aber einfach, dass die zuhören, mal so ein Verständnis bekommen, wenn ich selbstständig bin, was kommt da eigentlich auf mich zu? Gut, jetzt klärt man ja normalerweise die steuerliche Geschichte mit seinem Steuerberater. Also den sollte man sich auf jeden Fall an die Seite nehmen. Viele verlassen sich aber darauf, dass der Steuerberater alles für einen managt. Und da ist meine Erfahrung eher die, du musst selber hinterfragen und selber hinterher sein. Also es gibt zwei Bereiche, die besonders wichtig sind. Das ist die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer. Umsatzsteuer ist den meisten noch relativ klar, dass sie die Umsatzsteuer, die sie einnehmen, ans Finanzamt abführen müssen und dass sie sich das irgendwo auf die Seite legen müssen. Wobei es halt immer die Frage ist, bist du umsatzsteuertechnisch Kleinunternehmer, also musst nichts abführen, oder hast du die Grenze überschritten, dann musst du es zur Seite legen. Was aber ein zweiter Punkt ist, und der ist fast noch gravierender, ist das Thema Einkommensteuer. Und Einkommensteuer heißt ja letztendlich, du musst auf das, was du einnimmst, eben Einkommensteuer bezahlen. Das haben aber die meisten nicht so sehr auf dem Schirm. Und gerade am Anfang ist es ja so, dass das langsam wächst. Also du hast am Anfang vielleicht im ersten Jahr, weiß ich nicht, 5.000 oder 10.000 Euro mal an Einnahmen. Da musst du so gut wie keine Steuern drauf zahlen. Und irgendwann kommt der Sprung. Bei manchen geht das langsamer, dann ist es okay. Aber bei manchen ist es so, dann ist der Sprung vielleicht dann auch mal auf 30.000 oder 40.000 Euro. Was passiert dann? Der Steuerberater hängt in der Regel immer 1 bis 2 Jahre hinterher. Und dann passiert es oft, dass 2 Jahre später für die letzten 2 Jahre auf einmal Einkommensteuer berechnet wird. Und ich sage mal, bei 40.000 Euro sind das mal eben 2.000, 3.000 Euro im Jahr. Dann zahlst du für 2 Jahre rückwirkend und für das aktuelle Jahr die Vorauszahlungen und für das nächste Jahr vierteljährlich Vorauszahlungen. Das heißt, du hast dann auf einmal einen Batzen an Steuern nachzuzahlen, der ganz schnell mal fünfstellig sein kann. Und die wenigsten legen sich das zurück. Und das habe ich schon ganz oft erlebt, dass dann an der Stelle, ja, das Desaster groß ist, weil das nicht bedacht worden ist. Von daher empfehle ich immer, den Steuerberater wirklich zu löchern und danach zu fragen, was kommt da auf mich zu, was muss ich zur Seite legen. Und das andere, was ich auch immer empfehle, ist, sich selber auch mal damit auseinanderzusetzen, was kann ich eigentlich steuerlich alles absetzen, weil der Steuerberater setzt nur die Dinge ab, die du ihm lieferst. Also, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir selber trinken sehr, sehr gerne Wein und kaufen auch sehr viel Wein. Und nur mal so als Hinweis, du kannst Geschenke geltend machen steuerlich. Und zwar pro Person 35 Euro im Jahr. Also so ein paar Flaschen Wein verschenken wir dann halt eben auch mal an unsere Kunden. Ja. Das kann man mit Blumengeschenken machen, das kann man mit ja,
alle möglichen, was man sonst auch Freunden so schenkt, machen. Man muss sich dann halt immer nur eine Quittung geben lassen. Ihr hört vielleicht raus, was ich damit meine. Also da fängt es schon an. Oder auch wenn wir irgendwo essen gehen, ja, warum ist es nicht auch mal ein Geschäftsessen, das ich da geltend mache? Ja. Also es gibt ganz viele Dinge, auf die ich selber achten kann, die man eben dem Steuerberater liefern muss und wo man dann allerdings auch gucken muss, passt das, was ich verschenke, zu meinem Terminkalender, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ich kann nicht mit Aline essen gehen, die vielleicht gar nicht in Köln ist, sondern in Berlin sitzt und ich bin hier in Köln. Also es muss auch irgendwo passen. Ja, aber solche Sachen zum Thema Steuern. Also zwei Anmerkungen an der Stelle. Ich finde das, wo du gesagt hast, mit dem Löchern sehr wichtig. Und da muss ich auch ganz klar sagen, du hast mir die Fragen geliefert, die ich meinem Steuerberater stellen konnte. Und das war super. Also ohne dich hätte ich die Fragen gar nicht gewusst, die ich stellen sollte, weil ich da gar nicht drauf gekommen wäre. Ich habe das dann auch zu Raphael, also zu meinem Freund, ja gesagt, boah, ich fühle mich, also das ist eh so, ich fühle mich bei dir super aufgehoben, ne? Also jeder, wir werden natürlich später noch am Dankeschön. Ende, wir werden am Ende natürlich noch deine Kontaktdaten nennen und wo man dich, ja, wie man auf dich zutreten kann und auch hier das unter die Shownotes verlinken. Das zum einen und zum anderen finde ich auch, dass man das im Hinterkopf behalten sollte, dass man selbst die Verantwortung für sein Business und sein Unternehmen hat. Andere Menschen, Steuerberater etc. etc., die können einem nur zuspielen, wie ich mal so sage, aber die übernehmen nicht die Verantwortung für dein Unternehmen an sich, ne? Du hast schlechtere Berater, Steuerberater etc. etc. Ich glaube, dieses sich frei machen von der Verantwortung, die man einfach als Unternehmerin hat. Also das kann man nicht jemand anderem übergeben. Und ich glaube, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, wer langfristig selbstständig ist oder wer nur kurzfristig selbstständig bleibt, ne? Genau, ja, so sehe ich das auch. Also da muss man einfach selber mitdenken und mit Verantwortung übernehmen. Ja, so ist das. Und eben nicht nur für die Steuern, sondern für seine kompletten Finanzen muss man die Verantwortung übernehmen. Ja, Ja. ja. Und das heißt natürlich auch nicht, dass man keine Fehler während der ganzen Reise machen darf. Also, ja. Also aus Fehlern, also sofern man aus Fehlern lernt, ne, das ist ja in allen Bereichen so, ist das ja auch in Ordnung. Ja, aber man kann natürlich auch viele Fehler vermeiden, wenn man es von Anfang an eben richtig macht oder jemanden dabei hat, der sich auskennt. Ja, absolut, absolut. Wenn wir beim Thema Steuern waren, gehen wir doch gleich mal weiter, weil was du immer so schön hast, ist so eine schöne Pyramide. Als wir miteinander gearbeitet haben, als du mich in die Sachen eingeführt hast, da hattest du so eine schöne Pyramide, wo ich sehen konnte, aha, ist wichtig eigentlich an Vorsorge etc. Magst du die vielleicht mal anreißen oder Ja, visualisieren? das kann ich gerne mal erklären. Also Pyramide deswegen, weil die Pyramiden in Ägypten sind einer der Bauwerke, die Jahrtausende überstanden haben. Und deswegen nehme ich die Pyramide als Symbol auch für die Finanzen, weil sie sehr stabil sind. Und in der Grundlage, also unten im Fundament sozusagen, gibt es drei Bereiche, die wichtig sind. Der erste Bereich, das sind die Rücklagen. Die sind dafür da, ja, für den Notgroschen, sage ich jetzt mal. Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, meistens alles auf einmal oder Steuer kommt, ja. Dafür muss der Notgroschen da sein. Als Faustformel sage ich da immer so zwei Nettogehälter. Was das Thema Steuern angeht, bei Selbstständigen sollte es allerdings ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie das Einkommen ist. Das muss man individuell dann einfach mal gucken. Aber Faustformel zwei Nettogehälter. Und da reicht ein ganz normales Tagesgeldkonto, Sparbuch, wie auch immer. Ich brauche das Liquide, ich muss da drankommen können. Da kann ich jetzt keine großen
Zinsen für zu kriegen. Der zweite Bereich ist das Thema Gesundheit, also Personenabsicherung. Dazu zählt halt eben die Berufsunfähigkeitsabsicherung, das Krankentagegeld, wenn ich denn mal länger ausfalle, ganz wichtig eben auch für uns Selbstständige, weil wer zahlt uns denn, wenn wir länger als 6 Wochen krank sind oder im Zweifel mal ein Jahr ausfallen, ja? Also das ist eins der wichtigsten Punkte. Unfallabsicherung, aber auch sowas wie Zahnzusatzversicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Da muss man einfach gucken, was passt ins Budget. Aber wie gesagt, Berufsunfähigkeit und Krankentagegeld wären da so die ersten Punkte, die ganz wichtig sind. Der dritte Bereich sind dann alle Sachversicherungen, sag ich mal. Da zählt halt eben die private Haftpflicht zu. Für uns als Selbstständige die Betriebshaftpflicht. Da zählt die Hausratversicherung zu. Das habt ihr jetzt alle mitbekommen durch die Flutkatastrophe, wie wichtig das ist, dass man eben auch seinen Hausrat gegen Elementar zum Beispiel, Elementarschäden abgesichert hat, solche Sachen. Da zählt aber unter Umständen auch Elektronik und Handyabsicherung oder Reiseversicherung. Also solche Sachen gehören da praktisch rein. Das ist also das Fundament unten. Wenn man das abgesichert hat, also alle wichtigen Dinge sind versichert, sage ich jetzt mal, dann muss ich keine Angst mehr haben, wenn mir mal was passiert, wenn irgendein Notfall ist, dann ist das safe. Und dann kommt der mittlere Bereich, das sind die kurz- bis mittelfristigen Geldanlagen. Da geht es darum, die Ziele der nächsten 3 bis 15 Jahre umzusetzen. Das kann Urlaub sein, das kann auch mal Eigentum als Planung sein, das nächste Auto, die Anschaffungen, die Träume, die Wünsche oder auch, wie du sagst, Weiterbildung spielt ja auch eine große Rolle, dass man dafür investiert. Da kommen dann praktisch alle Geldanlagen zum Zuge, an die ich eben mittelfristig auch drankomme, die aber mehr Zinsen bringen als eben die Rücklage und wo ich vielleicht auch schon die ersten staatlichen Förderungen nutzen kann. Ja, und dann der obere Teil, die Spitze der Pyramide ist, das ist die Altersvorsorge, also das, was ich für die Rente zur Seite lege. Das ist zwar für viele junge Selbstständige noch weit hin, sollte aber früh angegangen werden. Und selbst die, die schon 50 plus sind, sind noch nicht verloren. Also auch da gibt es Möglichkeiten, was zu machen. Und auch da gibt es eben staatliche Förderungen. Und so ist die Pyramide eben dann vollständig, wenn man alle Bereiche abdeckt und wenn man dann halt eben eine Planung auch macht, wie verteilt man das, was man sparen kann, auf diese drei Bereiche. Was kann ich sparen? Das haben wir auch gemacht. Wir haben erstmal ein Haushaltsbudget, einen Haushaltsplan gemacht, um zu gucken, was bleibt am Ende des Monats überhaupt übrig. Und diesen Sparbetrag würden wir dann auf diese drei Bereiche eben individuell verteilen. So funktioniert das mit der Pyramide, genau. Und es macht auch durchaus Sinn, wenn man beispielsweise bereits einen Hausrat oder Haftpflichtversicherung hat, die nochmal zu durchleuchten, weil das haben wir ja auch mit meinen Sachen gemacht und dann haben wir dann doch erkannt, wenn es hart auf hart kommt, dann ist das zwar nett, dass ich eine abgeschlossen habe, die wird aber gar nicht so gut uns versichern. Hä? Und Genau. das deswegen auch an all die, die jetzt sagen, ach, das habe ich, ne? Es macht durchaus Sinn, das zu durchleuchten, um etwaige, ja, Lecks in dem Ganzen zu finden und Löcher und wo es halt eben durchtropft. Und wie du es gesagt hast, ne, mit so einer Flut, da hätten wir letztes Jahr nicht mit gerechnet. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie viele von diesen Personen nicht die passende Richtig. Hausratversicherung an der Stelle hatten. Genau. Und ein Satz, das ist mir auch in unserer Zusammenarbeit, der hat sich wirklich so bei mir eingemeißelt. Es war eigentlich, als du gesagt hast, naja, schau mal, Aline, nicht nur Fortbildungen sind wichtig für dich, sondern auch, dass du jetzt schon was für deinen Ruhestand zurücklegst, weil du arbeitest jetzt so viel und so hart in Anführungszeichen dafür. Du sollst ja am Ende auch was davon haben. Also das ist auch hier haben wir wieder diesen Selbstwert, diesen Selbstliebeakt.
Und das Interessante ist, ich glaube, viele entkoppeln den gerade von diesen ganzen, sagen wir mal, papierlastigen Themen, wobei das ja auch ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle ist, auch wenn es vielleicht jetzt, naja, wie kann ich das, ich weiß, mir fällt das nicht das richtige Wort ein, aber das hat immer so ein nicht konservativ, vielleicht doch so einen konservativen Touch oder so, aber auf der anderen Seite ist es hat gar nichts damit zu tun. Nee, es hat gar nichts damit zu tun. Also ich sag mal, vergleiche es mal mit einem Angestellten. Ein Angestellter muss in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Der Anteil von ihm und vom Arbeitgeber zusammen sind 20% von dem, was er verdient. Also müsste eigentlich jeder Selbstständige 20% von dem, was er verdient, in die Altersvorsorge stecken. Das tut aber kaum ein Selbstständiger. Ja, und in den Schubladen liegt aber jetzt tatsächlich auch in den Schubladen der Politiker durchaus schon die Überlegung, dass auch Selbstständige demnächst in die gesetzliche Rente einzahlen müssen, einfach weil sie es freiwillig nicht tun. Also wir müssen manchmal auch zu solchen Dingen gezwungen werden, damit wir das machen. Jetzt siehst du natürlich viel mehr Selbstständige bzw. deren Finanzen, als ich das an der Stelle tue. Was ist deine Einschätzung? Wie viele von denen sind da gut aufgestellt und wie viele von denen würdest du sagen, da fällt dir das Schlucken schon schwer? Oh, ich sehe dich schon. Oh, ich sehe deinen Blick. Oh! Also, ich schlucke mehr. Das muss ich wirklich sagen. Ich schlucke mehr, als dass ich sehe, dass die gut vorgesorgt haben. Also gerade die Selbstständigen. Ich meine, ich kann das ja selber verstehen. Ich habe in der Anfangsphase meiner Selbstständigkeit auch immer erst überlegt, ich kann jetzt noch nichts weglegen, das mache ich später, weil jetzt muss ich ja erst mal gucken, dass ich über die Runden komme. Ich muss gucken, dass ich vielleicht auch ins Unternehmen selber investiere, dass ich Schulungen mitmache, Seminare mitmache und. Insofern habe ich selber im Grunde auch zu spät angefangen damit, aber ich habe es aufgeholt. Also ich habe wirklich dann nachher noch reingebuttert. Nur im Nachhinein muss ich sagen, es ist wesentlich sinniger, den Zinseszinseffekt auszunutzen und vielleicht mit einem kleinen Betrag anzufangen. Also ich sag mal, das müssen ja jetzt keine Unsummen sein. Ja, aber wenn ich dann mal mit 50 Euro im Monat anfange oder mit 100, die müssten eigentlich drinne sein, ja. Weil jeder andere Angestellte würde das auch machen. Und wenn ich mir 100 Euro schon mal nicht leisten kann, ja, ganz ehrlich, dann muss ich mal überlegen, ob sich mein Unternehmen lohnt, ja. Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich habe gleich ein Beispiel. Da ich war letztens, oh Gott, in der Sauna. Und dann hat man da manchmal Leute sitzen, die reden ganz viel in der Sauna. Und dann sagt er so, okay, so ein Stammtisch-Parolenhalter war dabei, ne? Wo ich mir so denke, oh, ich gehe in die Sauna, um zu entspannen. Jetzt habe ich den dabei. Aber gut, das ist auch eine Herausforderung. Ne? Ja. In dem Moment in sich zu ruhen. Da kommt der Yogi raus. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar hatte dann sein Schwiegersohn hat sich einen Porsche gekauft und hier in Berlin wird sehr viel geklaut, Autos geklaut und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt zu seinem Schwiegersohn, na, aber da musst du dir schon eine Tiefgarage oder eine Garage auch mieten. Und dann hat der Schwiegersohn halt gesagt, ja, aber das kostet 80 Euro im Monat. Und da habe ich genau das gedacht, was du gerade gesagt hast. Also Genau. wenn ich mir keine 80 Euro pro Monat für meinen Porsche leisten kann, dann vielleicht ist Porsche dann nicht das richtige Auto, was ich fahren sollte. Und ja. Richtig, also wo du das mit dem Porsche sagst, den Vergleich nehme ich zum Beispiel auch sehr oft, wenn es wirklich darum geht, zum Beispiel sowas wie Berufsunfähigkeit abzusichern, dann hinterfrage ich immer, was die Leute für ein Auto fahren. Und wenn sie sich ein neues Auto kaufen, mal egal welches, würdest du dein neues Auto nur Haftpflicht versichern, würdest du oder würdest du es Vollkasko Immer versichern? nur noch Vollkasko, nachdem ich die Erfahrung mit Ja. Teilkasko. Okay. Warum sicherst du dich dann nicht auch selber Vollkasko ab?
Ja, also eine Berufsunfähigkeit ist nichts anderes wie eine Vollkasko, nur dass die nicht fürs Auto ist, sondern für einen selber. Ja, und so ist es mit Altersvorsorge im Prinzip genauso. Ja, es ist immer die Frage, ist meine Priorität eher so ein Statussymbol zu haben oder eher dafür zu sorgen, dass ich eben im Alter auch noch Porsche fahren kann? Spannend, weil dann mache ich jetzt mal den Vergleich, dass dann die Selbstständigkeit auch für viele ein Statussymbol ist, oder? Ja, da hast du gar nicht mal so Unrecht, ja. Und ich sage es immer wieder, dass die Anfänge aus meiner Sicht in der Selbstständigkeit, sie sind schwer, sie sind hart, die tun weh. Also, ne, ich habe es häufiger hier schon auf dem Podcast gesagt, wie viele Tränen geflossen sind. Auch jetzt, weil ich bin jetzt gerade in diesem Umschwung. Ich bin keine Kleinunternehmerin mehr und bei mir kommt nämlich genau das, was wir eben mit der Steuer angesprochen haben, jetzt wie so ein Bumerang einmal zurück, ja. Und zum Glück stehe ich ganz gut da, aber nichtsdestotrotz, das ist halt. Wir wollen immer das Shiny Object, ob das jetzt der Porsche ist, mit dem wir prahlen können nach außen. Guck mal, ich habe einen Porsche oder wo wir jetzt sagen können, ich bin selbstständig. Ja, aber häufig wollen wir natürlich nicht, dass die Menschen den Blick hinter die Kulissen mitbekommen, weil da sieht es dann manchmal oder meistens nicht so shiny und schön aus. Und da finde ich halt wirklich, dass dieses Thema, das wir heute auch aufgegriffen haben, so wichtig ist, damit halt wirklich das ganze Fundament auch bekommt und ja, so ein Rückgrat auch an der Stelle, oder? Richtig, also das sehe ich genauso. Und von daher ist so eine Finanzberatung oft tatsächlich auch ein Stück weit Lebensberatung. Es ist manchmal wirklich, also ich meine, ich begleite meine Kunden auch oft über viele Jahrzehnte. Also meine ersten Kunden von vor 20 Jahren oder ja, 25 Jahren, da berate ich jetzt schon praktisch die Kinder und die haben schon wieder Nachwuchs bekommen. Kommen so ungefähr. Also mir geht es auch immer darum, Menschen langfristig zu begleiten und dann merkst du das halt eben auch. Also, dass sich auch Prioritäten im Leben natürlich auch verändern. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass in jungen Jahren jemand die Priorität tatsächlich auf Auto und Image und ja, so diese oberflächlichen, ich sage jetzt oberflächlich, das ist jetzt auch eine Wertung, die eigentlich nicht okay ist, weil jeder hat so seinen Status, der ihm auch wichtig ist und der ohne Wertung sein sollte. Ja, ich habe aber sehr oft schon die Erfahrung gemacht, dass sich solche Werte im Laufe der Jahre eben verändern. Das heißt, in dem Moment, wo jemand dann zum Beispiel eine Familie gründet und unter Umständen auch Kinder da sind, sind auf einmal die Prioritäten völlig andere. Und also ein Beispiel ist, ich habe oft, wenn ich junge Paare habe, die beide gut verdienend sind, dann haben die manchmal kaum Rücklagen, weil die halt eben viel reisen, weil die viel teure Autos fahren, weil die essen gehen, weil die leben und genießen und alles gut. So. Dann, also so ein Pärchen hatte ich, das war total süß. Also die Frau kannte ich seit vielen Jahren und die hat zwar ein bisschen was gespart, hat auch was für die Altersvorsorge getan, aber war immer viel unterwegs. Und dann hat sie einen Mann kennengelernt. Da war sie schon Mitte 30 oder so. Und ja, dann hatten die beide eine Wohnung, die eine, sie in der Innenstadt, eher so ein bisschen auf dem Land. In Und Köln? genau. Oha, okay, verstehe. Und dann ging es darum, ja, wir wollen eventuell heiraten und wir wollen uns ein Haus kaufen. Jetzt hatten wir aber keine Rücklagen und ganz ohne Rücklagen ein Haus kaufen ist ziemlich teuer. Ja, also man braucht schon ein bisschen Eigenkapital. Und dann habe ich gesagt, ja, hören Sie mal, jetzt haben Sie jeder eine eigene Wohnung. Es wird ja wohl Sinn machen, wenn Sie erstmal schon mal zusammenziehen, sparen Sie sich eine Miete und können mal was ansparen. Und außerdem ist jetzt die Frage, wenn die Priorität eine andere ist, wo können wir überall einsparen? Und dann hat sie erstmal gesagt, nee, das geht nicht, weil meine tolle Wohnung, die hatte so eine kleine Penthouse-Wohnung gemietet in Köln, die will ich nicht auf, ich gehe doch nicht aufs Land raus. Und er sagt, ich fahre aber doch nicht von der Stadt zu meinem Arbeitsplatz, da fahre ich ja unendlich. Naja, gut, paar Wochen später bekam ich den Anruf, ja, ich ziehe jetzt doch zu ihm aufs Land. Und wir wollen dann jetzt nochmal sparen. Und dann haben die
anderthalb Jahre lang richtig kräftig gespart. Also die Priorität hat sich geändert. Die haben angespart auf ihr Eigentum. Mittlerweile haben sie sich dann auch ein Haus gekauft, total schön. Und so verändert sich das halt eben. Ja? Und sie ist jetzt auch glücklich, dass sie in diesem Haus sind und ne, dass sie das gemacht haben. Aber jetzt sind es halt nicht mehr die dicken Autos, sondern jetzt ist es das Haus, ja, was die Herzenssache ist. Ja, ich finde, das ist auch etwas, da diszipliniert man sich selbst in der Selbstständigkeit wirklich. Jedenfalls kann ich das aus meiner Sicht sagen, mit den Finanzen, mit den Rücklagen und so weiter und so fort auch umgehen zu lernen. Ich finde, das ist auch ein Punkt, da darf man und wird man sich disziplinieren müssen, um bestehen zu bleiben. Und nichtsdestotrotz finde ich natürlich, du hast gerade, das waren beide Angestellte, ist es auch so gefährlich, wenn ich angestellt bin und das Geld, ich kriege ja immer Erhöhungen, werde ja immer, komme ja immer in höhere Positionen und gleichzeitig das sehe ich, geben die das dann in Hülle und Fülle auch genauso aus. Ich habe mit meiner Freundin, die jetzt übers Wochenende bei mir war, die ist genauso alt wie ich, die ist ein Jahr früher aus dem Studium rausgegangen wie ich, die ist in einem sehr, irgendeinem so einem Energiegedöns. Also wir sind komplett einmal auseinander. Und natürlich ist die finanziell an einem ganz anderen Punkt wie ich, ja? Warum? Weil die angestellt ist und immer von Position höher zu Position und nicht wie wir als Selbstständige, wir bauen uns ja eigentlich unser eigenes Unternehmen selber auf. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich natürlich aus dem Grund auch ganz anders denke. Ich denke unternehmerinnenmäßig und nicht mehr angestelltenmäßig, denn sie sagte, das war auch so interessant. Sie sagte, was, wenn ich mit dir zusammenarbeite, kostet das 5.000 Euro für 4 Monate, also inklusive Mehrwertsteuer. Ich so, ja, so, ja, das tut's. Und dann hat sie ganz schnell weitergedacht, also, ach ja, meine Ausfortbildung für eine Woche hat ja auch 3.000 Euro Wollte gekostet. ich gerade sagen, Aber wollte ich die gerade zahle ich sagen. ja nicht selber. Ja, genau so ist das. Genau so ist das. Das ist, ja. Und Ja, da sind wir bei Selbstwert und da hast du genau richtig reagiert. Und das ist auch gut so, ne? Dass wir dann auch stark bleiben an der Stelle. Aber das ist so, ein Angestellter denkt komplett anders. Und also selbst mein Umfeld, also meine Freunde rundum sind alle angestellt. Also einen Teil meines Lebens kennen die nicht. Den Teil, wo ich mir das aufgebaut habe, die Zeiten, ich habe das Gott sei Dank jetzt nicht mehr, aber früher am Anfang, man hat Existenzängste. Ja? Und die sind nicht ohne. Ja, also da sind schlaflose Nächte, das sind Ängste, und man denkt, oh, man schafft das nicht. Und das kann man aber mit jemand, dem Angestelltenverhältnis ist, gar nicht teilen. Also ich war ja selber auch, also ich habe ja am Anfang die Lehre gemacht als Rechtsanwaltsgehilfin und ich weiß noch eine Situation. Ich musste als Auszubildende, damals bin ich tatsächlich auch ein bisschen ausgenutzt worden von den Rechtsanwälten, was das Thema Überstunden anging. Und dann habe ich das irgendwann meinem Ausbilder, dem Rechtsanwalt, gesagt, dass ich doch schon gerne etwas pünktlicher nach Hause will, weil ich habe wirklich jeden Tag eine halbe Stunde Überstunden machen müssen als Auszubildende. Und dann sagte der völlig fassungslos, ja, macht Ihnen denn. Ich hatte den Eindruck, Ihnen macht es hier Spaß. Ich Das sage, geht doch ja nicht. klar, macht mir das Spaß. Ja, sagt er, aber wenn einem doch eine Arbeit Spaß macht, dann guckt man doch nicht auf die Uhr. Und der saß tatsächlich manchmal bis nachts 1 Uhr in seinem Büro. Heute verstehe ich den eher. Ich würde nicht bis 1 Uhr arbeiten, aber ich verstehe, dass er mich nicht verstehen konnte, weil als Selbstständiger guckt man tatsächlich nicht auf die Uhr. Ja. Ich finde das auch manchmal in Angestelltenverhältnissen so blöd, wenn in manchen Betrieben haben die alle massig Überstunden und das System ist meines Erachtens gar nicht mehr das Richtige, weil es gibt Menschen, die sind
die arbeiten schneller und manche arbeiten nun mal langsamer. Und ich glaube, die, die langsamer arbeiten, würden manches Mal gerne auch 10 Überstunden im Monat machen, wenn sie dafür die Ruhe hätten, es langsam zu machen. Das dürfen die nicht. Also das ist, finde ich, Ja. manchmal auch ein bisschen verquer. Also ich finde das total gut, was du gerade gesagt hast, dass du sowohl diesen, also ich finde es erstmal gut, dass du damals für dich eingestanden bist und weil den, du bist, weil du bist so eine ganz ruhige Vertreterin und ich finde das so mutig und ich bin eher so eine laute und ich hätte mich das niemals getraut. Niemals, das finde ich total Ja, ich muss aber bewundernswert. dabei sagen, wir hatten ein super Verhältnis zusammen. Also der Rechtsanwalt war sehr menschlich. Also mit dem konnte ich über sowas sehr, sehr gut reden. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch, unsere Zeit ist wertvoll, ne? Die gibt uns Ja. keiner mehr zurück. Und ich glaube auch hier natürlich, wenn ich hier selbstständig bin, ganz ehrlich unter uns, am Wochenende, der Raphael ist momentan nicht da und meine Freundin kam erst ein bisschen später. Ja, und dann habe ich ein bisschen was rumgebastelt an meinem Adventskalender für mal, weil ich daran Okay. auch Spaß habe, weißt du so? So, ich mache das sehr oft abends noch um 9 oder 10, bevor ich dann meine Lesestunde mache oder ins Bett gehe. Also mache ich manchmal auch noch eine Stunde auf dem Sofa irgendwas, ne, was ich vorbereite Ja. oder mir angucke. Ich muss mich manchmal zurückhalten. Ich versuche möglichst keine E-Mail um die Zeit zu schreiben, damit die Kunden sich nicht dran gewöhnen. Ich bin immer erreichbar, ja. Ja. Aber irgendwas vorbereiten oder machen oder tun, mir macht das auch sehr viel Spaß. Das ist einfach so. Das macht ein Selbstständiger, ja. Ja, absolut. Ja, interessant. Jetzt sind wir so einen kleinen Schlenker Ja. gegangen. Ganz kurz noch, aber das ist ja vollkommen okay. Also dafür ist auch so ein Podcast da. Ich weiß, man kann nicht verallgemeinern. Jeder ist da irgendwie individuell und jeder hat natürlich eine individuelle Ausrichtung. Was würdest du denn jetzt sagen, ist aber trotzdem, was sind so drei Punkte, die muss, in Anführungszeichen, das muss jeder Selbstständige parat und klar haben und das sollte jeder Selbstständige da in dem Bereich vorsorgen. Also ich will das mal pauschaler sagen. Ein Haushaltsbudget, das heißt, eine Einnahme-Ausgaberechnung sollte er haben und nicht nur haben und einmal erstellen, sondern dauerhaft führen. Und wenn du jetzt sagst, was aus dieser Pyramide sollte ein Selbstständiger haben, dann muss ich sagen, alles. Also, weil es ist wichtig, es gut zu verteilen. Das heißt nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern wirklich alle Bereiche abdecken. Dann lieber überall ein bisschen weniger, aber alles abdecken, als jetzt alles nur in einen Bereich zu packen. Ja? Wenn man was sagt, dann ist es natürlich das Thema Haftpflichtversicherung ist ein Muss. Ich denke, das weiß hoffentlich jeder. Und für die eigene Person eben das Thema Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld und Altersvorsorge. Aber eigentlich brauchst du alles. Also das kann man. Ich Ja, ne? nagel mich ungern fest auf bestimmte Produkte, sondern es Ja. ist das komplette Konzept, das stimmen muss. Ja. Mhm. Also Haushaltsbudget, ein gutes Konzept, und eine regelmäßige, Überprüfung von beidem, das, Ja. würde ich eher mal so sagen. Ursula, wenn man auf dich jetzt zutreten möchte, wenn man mit dir arbeiten möchte oder sich von dir beraten lassen möchte, ja, wo können wir dich finden? Wo kann man da mit dir in Kontakt treten? Meine Website, glaube ich, verlinkst du eben auch unten. Genau. Beratungstechnisch ist es so, dass ich sitze in Köln, habe dort ein Büro. Das heißt, man kann mich gerne in dem Büro besuchen oder halt eben auch digital. Ich mache auch Videoberatung. Also von daher sind wir da sehr offen. Und das mit der Videoberatung im letzten Jahr hat so super funktioniert, dass mir das fast schon mittlerweile das Liebste geworden ist, weil man da sehr konzentriert und effektiv miteinander arbeiten kann. Wir können aber auch beides miteinander verbinden. Auf jeden Fall, wenn du auf meiner oder auf der Website bist, gibt es einen Button Termin vereinbaren. Und dann kannst du mich wie ein Restaurant buchen, egal ob du zu mir ins Büro kommen willst oder ob du mich eben digital buchen möchtest.
Und am Ende frage ich immer, welches Zitat begleitet dich vielleicht gerade oder auch schon seit dem Anfang deiner Selbstständigkeit, das du gern mit uns teilen möchtest? Das ist ja mal eine gute Frage. Da hättest du mich ja mal früher, hättest du mir ja vorher mal, also es gibt so einige, jetzt muss ich spontan an eins denken, lass mich, also kriege ich es jetzt richtig formuliert. Die Dinge, die du verändern kannst, die verändere. Und die Dinge, wo du keinen Einfluss drauf hast, die musst du akzeptieren. Und Weisheit ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. So grob ist es, also das Zitat ist ein bisschen anders, aber für mich ist so dieses Fazit daraus so, dass ich eben auch sage, manche Dinge muss man eben akzeptieren, wie sie sind, weil ich sie nicht verändern kann. Aber alles, was ich verändern kann, was mich stört, da suche ich nach Lösungen und verändere die. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke, dass du mit uns dein Wissen geteilt hast. Und für mich war es mal wieder ganz toll. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute und ich muss gestehen, ich habe deine Podcasts noch nicht so ganz viel angehört. Das werde ich jetzt nachholen, weil es hat riesig Spaß gemacht mit dir und auch dir viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war's heute mit der Folge des minimalistischen Marketing-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch gerne. Und wenn du uns einen Kommentar hinterlassen willst, dann mach das auch gerne. Und ein kleines Schmankerl habe ich noch zum Abschluss für dich. Und zwar gibt es für Weihnachten den minimalistischen Marketing-Adventskalender. Da kannst du dich gratis anmelden und dann bekommst du jeden Tag einen Tipp, einen Trick und ein kleines Geschenk rund um das Thema minimalistisches Marketing. Ich freue mich aufs nächste Mal, deine Aline.